Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass Templer? Ihr euch nicht folgt? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Oh ja. Nun denn, so sei es. Autsch. Kack. Ganz schön umhauen. Okay. Wohl so. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Ha. Hübsch auf jeden Fall. Sehr imposant. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Bitch, please! Bitte!
Oh, Kamera. Ich kann nicht mehr lange. Danke, Schaffner. Da geht's dahin, das hübsche Schiff. Ha. Wagemutig. Oder dämlich. Je nachdem. Lecker Long Bread. Was? Ja, von James. Ach, was ist so ein hübsches Lager hier? Stamford, Lewiston und Harford, Boston. Ja, sehr aufgeräumtes Lager. Die ist aufgefressen, was sie liefern sollten. Waterbury. Ob wir die Städte wohl alle noch bereisen werden? Mal sehen. Oh. Ganz schön nass hier unten. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Zeitlimit für die Rettung von James? Wieso kommt das hier? Krähennest. Wo ist denn das? Ist hier oben oder was? Nein! Oh Gott! Oh, shit! Oh, springt natürlich als allererstes mal in Tod. Oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Mein armes altes Herz. So. Ist das überhaupt das Krebs hier? Na komm, dreh doch mal die Kamera. Das scheint es nicht zu sein. Nein! Och. Man konnte doch mit Steuerung über so eine... Oh mein Gott. Ach, nee. Nee, also wirklich. Nee. Also doch hier hochklettern. Ach, na klar. Ich habe wieder nicht gemacht, was das Spiel genau gesagt hat. Oh, bloß gut. Bloß gut. Ach, Gottchen. Ich muss natürlich erstmal diese grünen Kringel hier alle ablaufen. Bevor überhaupt was passiert. Und trotzdem. Was ist denn das, ey? Wie kann ich zum Beispiel hier. Ach, so machen wir das jetzt. Ach du meine Güte.
Naja. Ja, bloß gut war ich da nicht schon oben. Zwischensequenz. Ist wohl mehr wie ein Film diesmal angelegt. Ein interaktiver Film. Naja. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingeht. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Na. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange, bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mich, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sinnvoll von euch. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Ha, dieser Dumm. Unmöglich, Sean. Hier einfach. Haltet den Dieb! Okay, die Wache ist natürlich auch sehr, Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingehört seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Wo habe ich denn auf einmal das Geld her? Oh nein. Lasst mich in Ruhe, ihr dämlichen Kinder. Oh, wie nervig. Die sind ja noch schlimmer als diese lauten Spieler. Das sind vorhergehenden Teil. Ich verfolge mich ja immer noch. Geht weg. Kann ich nicht leiden. Komm damit zurück, du Schurke. Verschwinde, Scheißkind von mir, ey. Verschwinde. Verdammte Schnösel. Diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haven Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Natürlich. Seht ihr, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, Benjamin werdet ihr mich bei den Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Eine nicht ganz unbedeutende Person in der Geschichte der... USA. Och, nicht schon wieder so ein Bengel. Verschwinde.